Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen und sehr kalt frostigen Episode Let's Play Medieval Dynasty. Selbstverständlich mit Lady Mäh, Lady Mamba und unserem Jesus. Hallöchen, ihr Lieben. Hallo. Moinchen. Halli. Ja, endlich haben wir geiles Werkzeug und geile Bögen. Jetzt brauchen wir noch geile Feldarbeiter und noch einen ziemlich geilen Handel, weil unser Jesus hat nämlich auch noch was vor. Ne? Dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. Und Jesus wird etwas für die Matzen tun. Aha, aha. Damit du hinterher wieder sagen kannst, sie sollen ihre scheiß Kollekte bezahlen. Ja, ja. Ja. Und zieht euch mal rein, was Sarah hier schon so unterdessen macht. Hier schon richtig fett Zäune gezogen, hier richtig Parzellen, wo die Leute wohnen. Diese ganzen Sachen werden dann mit der Zeit dekoriert. Also ihr könnt euch vorstellen, wie krass geil das am Ende hier alles aussehen wird, ne? Das wird der Wahnsinn. Das wird schon ziemlich toll. Diese beiden Häuser wurden in der Nacht noch fertiggestellt, soweit, dass Leute einziehen können. Das ist ja alles schön und gut, Leute ranzuholen, aber das bringt uns nichts, wenn wir, sag mal schnell, wenn wir noch gar nicht Leute dafür haben und so, wisst ihr? Beziehungsweise Leute holen, aber keinen Wohnraum dafür haben. Das wäre ziemlich bescheiden. So, ich muss einmal nach Klonika und das Ganze mit Bogen im Idealfall. In der Hand, mit neuen Pfeilen, ey, ich freue mich. Oh, schön, schön, schön. Da hinten sind nur Rehe, ne? Ja, die tun mir nix. Oh yeah. Hier, wo sind noch sonst immer Wölfe oder Wildschweine rum? Die alle weggemäht. Okay, welchen Neid friere ich? Mhm. Aber auch nur, wenn es wirklich so stark schneit. Ansonsten scheißegal. Naja, es wird noch ein, zwei Tage kälter, bevor es wieder wärmer wird. Ah, wir können mal. Na, also, wir sind auf jeden Fall um einiges, vieles besser dran als im letzten Jahr um die Zeit. LOL! Okay. Das eine Wildschwein, was direkt vor meiner Fresse war, hat 2 Schuss gebraucht. Und den anderen, den ich gerade aus der Entfernung geschossen habe, One Shot. Cool. Oh, das ist noch ein Oink Oink. Ja, Headshot ist One Shot. Bei Wildschwein. Null. Geil. Es lohnt sich wieder einmal. Geil. Oh, Bronzepfeile nicht liegen lassen, die sind teuer. Oh, ist das schön, Freunde. I like. Gut, gut. Er hat eine Autosave-Datei angelegt. Das sehe ich zum ersten Mal, dass er eine Autosave-Datei anlegt. Naja, der speichert ja schon zwischendurch automatisch, ne? Ja, ja, klar. Das nehme ich gerade zum ersten Mal so richtig wahr. Okay, cool. Jo. Stecker geholt. Was wolltest du haben? Tonbewurf, ne? Ja, das Rezept dafür, um genau zu sein. Ja, aber ich komme gerade in Klonika an. Ist auch ein hübsches Dörfchen. Aber erheblich kleiner als unseres. Ja, die sind halt nicht so toll wie wir. Eben. Da ist was Wahres dran. So, 2 Händler direkt hier. Zeig mir deine Ware. Salz, Brezel, Salzstangen und Salztaler hat die sogar. Okay. Aber im Wesentlichen hat sie auch Geld. Und das macht mich glücklich. Ja, sieht doch gut aus. Eisenbarren behalten wir. Oh, ich habe noch Fleisch im Inventory. Ach ja, klar. Ich habe gerade 2 Wildschweine umgeknöppelt. So.
So. Leder, Leinengarn. Na, und hier hinten können wir jetzt quasi gucken, was wir noch draus machen, wo wir es erweitern und wo nicht. Genauso wie hier mit deinem Zaun. Manchmal muss auch einfach mal ein bisschen Zeit sein für schön bauen. Ich würde aber hier auch den großen machen. Sieht schön aus. Weil wenn wir das auf der einen Seite haben, dann... Soll ich den kleinen schon wegnehmen? Ja. Gut. Und dann setze ich dann den großen hin. Ja. So, mein Garten ist tatsächlich jetzt auch fertig. Ja, mir ist kalt. Mach die Fackel an, dann ist die nicht mehr kalt. Das sieht sogar von außen schön aus. Okay, was sehr auffallend ist, in Klonika scheint es keinen Händler für Leinengarn zu geben. Okay. Ja. Weil ich dachte, ja gut, jetzt haben wir extrem viel Leinengarn verballert. Und mal Neues. Nope. So, Erntehelfer. Ladies and Gentlemen. Bei Erntehelfern ist das Level der Landwirtschaft completely scheißegal. Das ist das, das ist das Schöne. Aber natürlich gucke ich trotzdem. Er hier. Du kommst auf jeden Fall mit. Männlein. Alter, jetzt steht mir doch nicht im Weg rum hier, bitte. Männlein. Ey, hier ist übertrieben die Bockwurst-Party. Hier sind nur Männer. So, jetzt kannst du dich austoben mit deinem Zaun. Hier ist die richtige Bockwurst-Party. Ah, gut. Salami-Party quasi. Dann teile ich die beiden schon mal ein. In der Verwaltung. Da haben wir einmal leere Häuser. Wir haben drei leere Häuser. Ja. Gut. Moment. Weiß nicht, wie weit ich hier hinter kann. Ein Feld maximal. Okay, na, so in etwa bis hierhin, wo ich stehe. Hier. Ja. Und dann gerade runter. Genau, und dann hier. So. Weil wir können. Okay. Lohnt sich das da jetzt? Das gucken. Das gerade? Relativ, ja. Kannst du es so lassen? Ja. Okay, da sind deine Turmbewurf ist fertig. Nice. So? Ja, genau. Sollte dir ja Bescheid geben. Ja. Ist soeben passiert. Gut, dann lasse ich nochmal zu diesem Bergdorf. Ich hätte nämlich noch gerne zwei weibliche Mitarbeiter. Genau. Oder bis ran. Ja, hier bis ran, dafür hier keinen, aber dann hier wieder das Stückchen. Also bis hier kann ich machen. Genau. So. Ja, das reicht doch. Und du musst ja nicht hier dran langführen. Nö. Clara hat ja schon einen gebaut. Und dann hier wieder. Genau. Ihr beiden seid immer noch dabei, eure Privatbrauerei da zu basteln. Okay. Wie weit kann ich schon gehen? Oh Gott. Aber das ist gut, dass ich jetzt Feldarbeiter ranhole, schlicht und ergreifend. Sobald die nämlich dann auch dort sind, kann ich die Felder komplett definieren. Die Höhe von dem anderen Zaun hier. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Gar kein Problem. Dann kann ich nämlich genau sagen, okay, das Feld in meinem Kopf. Weiß ich schon, wie was belegt ist. Das ist aber meine People nicht. Ist gerade. Dann kann ich den Leuten nämlich genau sagen, so und so. Bisschen mehr kann hier neue hin. Felder anlegen und die übernehmen das dann für uns. Das heißt, ich werde nicht eine ganze Episode auf dem Feld abhängen, es sei denn, ich habe Bock, eine ganze Episode auf dem Feld abzuhängen. Das ist was anderes. Du kannst dich hier den Weg ausrichten. Wir sind dann in dieser Situation, dass es kein Müssen mehr ist, sondern ein Können. Eben. Ja. Und das wird toll.
Ja, Andres hat ja auch schon gesagt, dass er gern mal so ein bisschen auf dem Feld rumjuckeln würde und ja, so weiter. Ne? Warum nicht? Dafür ist es ja da. Na klar. Oh, sind hier viele Wiesent. Ich habe gar keinen Bock, mich jetzt mit denen zu prügeln. Warte, ich dropp dir die Stöcke, die ich habe. Oh, bisschen Kacke in Hose, hallo? Oh, wie konnte man nochmal nach hinten gucken? Oh, es sind 4 Wiesent hinter mir her. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Bitte schön. Danke. Und im Lager sind noch welche. Okay, die haben von mir abgelassen. Was hältst du davon? Bitte? Was hältst du davon? Ich find's gut. Ja, ne, weil hier drüben haben wir ja schon den Eingang, da brauchen wir... Naja, eben. Eben. Oh, ich bin gerade so dabei, dieses Dorf so ein bisschen weiter auszubauen. Sarah hat gerade richtig, richtig Bock auf schöner Wohnen. Es ist halt so. Und ich find's geil, aber ich find's richtig geil. Ich gehe jetzt gerade mal Tonbewurf craften und dann mal den Einwohnern ein paar Häuser zuschmeißen. Ja, und wenn du Bock hast, wir haben ja Kalkstein, ne? Was hältst du davon, wenn du die Ladies zumindest schon mal mit Kalkstein... Wir brauchen in etwa 90 Kalkstein pro Steinhaus. Okay, also viel haben wir noch nicht. Wir haben 150 rumfliegen, habe ich gesehen. Okay. Ich habe ein Problem. Es war so dumm von mir, da runter zu springen. Respawn. Hallo, ich bin zurück. Das war so doof. Ja gut, aber wir haben erstmal 2 Leute, ne? Das ist ja erstmal auch gar nicht so doof. Das heißt, ich kann doch schon mal das nächste Feld einplanen. Und die Felder definieren. Das heißt, sehr viel Verwaltungsarbeit gerade. Aber ja, das gehört natürlich dazu. Jupp. Oh, das hätten wir auch. Auf die Art und Weise leveln wir übrigens auch, was sehr zu unserem Vorteil gereicht. Weil The Man möchte Mass haben, warum auch immer, weiß ich auch nicht, aber ja, kriegt sie. Also verstehe ich voll nicht. Schaf möchte ich haben will. Halten. Unglaublich, ne? Hat einer kurz Zeit? Ja. Um das zum Beispiel auch so ein bisschen abzunehmen, was ich hier gerade baue. Brauchst halt deinen Bauhammer. Mal was anderes. So, und jetzt habe ich halt hier... Habe ich das Haus auch schon gemacht. Muss halt... Ja, ich will so ein bisschen abwechslungsreich. Deswegen ist es so ein Flechtzaun. Hier dann wieder so ein Lattenzaun. Das sieht gut aus. Lattenzaun. Lappen verschlinden. Ernsthaft, ich hab Lappen. Und dann habe ich hier wieder so einen Flechtzaun gemacht, dass es ein bisschen abwechslungsreich ist. Mhm. Und jetzt sieht man halt diese Wege auch ein bisschen besser, finde ich, weißt du? Ja. Natürlich. Nee, es sieht sehr gut aus. Gefällt mir. Okay. So, Feld auf der Seite, wie ich mir das so vorgestellt habe, ist eingeplant quasi. Auf der Seite der Hauptstraße wollte ich dann eigentlich kein weiteres Feld setzen. Das heißt, im Klartext hat Sarah neben ihrem großen Garten, den sie hier gebaut hat. Und so hat er hier noch Platz. Easy. Ja, klingt doch schon mal nicht schlecht. Habe ich mir auch gedacht. So, jetzt geht's ab in die Verwaltung. Jetzt erkläre ich kurz nebenbei den Leuten, wie das mit den Feldern funktioniert. Ihr seht hier in der Verwaltung unter dem Reiter Landwirtschaft Felder mit ihren Zahlen. Die Zahlen richten sich danach, wann welches Feld zuerst gebaut wurde. Also Feld 1 wurde zuerst gebaut, Feld 2 als zweites und so weiter und so fort. So, ihr seht, dass hier eine Aussaat ist, aber es funktioniert noch nicht automatisch. Das heißt, ihr müsst hier einmal doppelt draufklicken. Ne, und da seht ihr sogar den Status. Und dann könnt ihr hier quasi das komplett einstellen. Ausgewählte Pflanzenart ist Kohl. Genau. Doppelklick. Gut.
hat er das, glaube ich, schon, dadurch, dass da was gepflanzt ist, hat er das, glaube ich, sogar schon fertig. Dienstbande Dorfbewohner. Ausgewählte Pflanzenart Kohl. Yep. Die haben nur noch sehr wenig Stock wieder, ne? Ja, weil wir halt sehr viele Zäune bauen. Ja. Ja. Ah, nee, hier ist nichts gepflanzt. Aber jetzt haben wir es voreingestellt. Das heißt, wenn wir jetzt hier drauf gehen. Lol. Die Verwaltung. Da haben wir es. Genau. Hier ist Kohl eingeplant. Die 256 Kohl sind geplant, aber noch nicht gesät. Hier haben wir zum Beispiel bei Feld 2 Karotten. Die sind auch eingepflanzt. Seht ihr? Pflanzenwachstum. Bereits zur Ernte dauert natürlich noch ein bisschen. Aber wir bestätigen hier nochmal, dass es auch Karotten sein sollen und bleiben sollen. Wichtig und richtig. Zack. So, jetzt heißt es nur gucken, was ist Feld 3. Ich glaube, das da drüben. Ich glaube, das war anderes Zwiebelfeld, aber ich bin mir da gerade nicht sicher. 2. Ja, tatsächlich. Guck mal. Ui. Ich hab die Schmiede auch verputzt. Mhm. Und die Kräuterhütte, damit man da drinnen warm arbeitet. Hat mir das so viel? Hat mir das so viel Kram jetzt ernsthaft? Ich habe noch nicht mal alles verbraucht. Lol. Na, also. Oh, Zwiebeln. Eingeplant. Dann ist das hier Feld 4, genau. Feld 4. Ich brauche 8 Tonbewurf für eine Wand vom Haus. Okay. Kannst du also ausrechnen. Ja, ist das hier, ne? Sollte denn Feld 4 sein? Ich glaube, rote Beete. Ja. Geh mal wieder ein bisschen Stock sammeln, ne? Ja, tu das. Ich verputze hier noch ein bisschen weiter. Möchte einer von euch in der Zwischenzeit einen Tonbewurf aus dem Haus? Geht nicht. Doch, geht schon. Hä? Nein. Bringt's nur nicht, aber doch, ich kann ihn auftragen. Nee, also ich nicht. Jetzt zeigt's mir als Grün an. Nee, ich nicht. Ich würde es auch nicht wollen, aber, ne? 5, 6 und 7 sind Mohn. Sind keine Brauschmittel. Nein, nein. 5. Mohn. Oh, ich sehe gerade einen Holzfäller arbeiten. Ja. Hin und wieder tun sie auch mal was für ihr Geld. Nicht oft, aber ja. Naja, die müssen ja arbeiten, um Kirchensteuer zahlen zu können, ne? Du und deine Kirchensteuer, Alter. Ey, ich wäre so übelst froh, wenn wir von unseren Einwohnern Steuer kassieren könnten. Oh ja. Wäre Premium. Ja. So. Also kann man jetzt eigentlich aus Ton Tonbewurf machen? Ja, ne? Aus Ton und Stroh. Genau. Das wird zusammengemengt quasi. Und anderes brauchst du noch? Ich habe aktuell, glaube ich, genügend im Inventar. Okay. So. Ja, ich muss nur gerade einen Schluck trinken gehen. Feld 8 wird unser Flachsfeld. Flachs brauchen wir im Endeffekt für Leinensamen. Setzt es. Und so. Den brauchen wir für die Herstellung von vielem. Unter anderem auch, wenn wir einige Stoffe und so machen wollen. Und es passt sogar mit dem Feldschuppen, ne? For real. Alles an Feldern ist noch im Radius von dem von der Feldhütte. Das hat funktioniert. So, jetzt wenn die Dorfbewohner dann da sind, werden die losrennen und anfangen, dieses Feld vorzubereiten. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber die haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Der Frühjahr wird ein bisschen hektisch. Aber auch das kriegen die hin. Deswegen, ich glaube, ich latsche auch noch mal schnell rüber jetzt und gucke nach 2 Weibchen. Ich hoffe, wir haben genügend Reputation. Also das, wir haben uns mit den Quests alle Mühe gegeben, aber... Ja, ich denke schon, dass es klappt. Bin da sehr zuversichtlich tatsächlich.
Ich habe nicht nachgeguckt. Ich weiß aktuell nicht, wie viel Reputation wir gerade haben. Deswegen. 2488. 2400 war auf jeden Fall ein Step, aber ob wir den jetzt schon voll haben oder nicht. Ich weiß nicht, wo die ganzen Steps immer stehen, keine Ahnung. 100er Schritte meistens. Achso. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Stock gesammelt, dass ich weiter die Zäune machen kann. Geistiges Mäh. Wenn du hierher kommst, oder bist du zu Hause? Nee, du bist. Nein, ich bin gerade auf dem Weg nach Skauki, oder wie das heißt. Hattest du hier die Zäune weiterhin gesehen? Nee, ne? Nee, ich war gerade in der Verwaltung und habe die Felder definiert. Okay. Weil wir brauchen die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist einer der tragenden Säulen in diesem Spiel. Unterschätzt das nicht. Und seid mit den Feldern großzügig. Zu viel gibt's nicht. Es gibt nur zu wenig. Vertraut mir. Quelle, vertrau mir, Brudi. Source, trust me, bro. Mhm. So, ich habe gerade mal die Eimer wieder aufgefüllt. Ja, nice. Ja, da müssen wir dann auch. Das wäre dann so der nächste Step, wenn wir die vier Feldarbeiter haben. Irgendwann dann jemanden für die Scheune ranholen, wobei das noch nicht eilt. Aber endlich mal einen Wasserträger und einen Handwerker, ne? Naja, der uns das hier wieder repariert, bevor uns das auseinanderfällt. Nee, der die Sachen befüllt. So, ja. Ich meinte jetzt diesen Baudingenshof. Das dauert noch. Das wird erst so ab Jahr 4 oder sowas interessant. Was ist momentan mit meinem Handy los? Bin ich noch bei euch da? Handy ist gerade abgestürzt. Also, du bist noch bei uns. Handy-Akku und so. Profi. Ja, ich hab's nicht mitbekommen. Ja, ich auch nicht, weil wann gucken wir groß aufs Handy gerade? Gar nicht. Ja. Das weist nochmal auf den Entertainment-Wert dieses Games hin. Das sehen! Aber dafür braucht ihr, liebe Zuschauer, doch keine Bestätigung. Das wisst ihr doch, ihr schaut uns doch. Ja, und wirklich viele Leute, die gesagt haben, ich bin echt am Überlegen, mir das Game zu holen. Gerade jetzt auch im Multiplayer. Ja, es ist einfach Tiefenentspannung. Es bietet euch einfach einen schönen Ausgleich zu eurem stressigen Alltag. Sei es in der Schule, sei es auf der Arbeit oder so. Keine Ahnung, was ihr gerade so macht. Aber es bietet auf jeden Fall, ja, Ausbildung. Sehr gut. Ja. Es bietet auf jeden Fall ordentlich Abwechslung und Ausgleich. Jemand hatte auch bei mir geschrieben, dass er sich am Überlegen ist, sich das zu holen, aber dass es vielleicht für ihn alleine zu anstrengend wäre. Und er meinte, nö, man kann sich das ja einstellen, wie man möchte, nach seinen Bedürfnissen. Eben. Ja. Wir hätten unsere Werte auch erheblich höher ballern können. Aber nee, hat man keinen Bock drauf. Ja, genauso hätten wir es. Aber ne, stell dir mal vor, wir würden mit regulärem Inventar spielen. Ja, dann wären wir am Arsch. Dann wären wir lange nicht so weit, weil selbst wenn du es voll ausgeskillt hast, nach 5 Baumstämmen ist Schluss. Ich glaube. Oder irgendwelche Stöcke dabei. Ich habe hier ein Lager gefunden. Hätte ich jetzt diese 124 Stöcke nicht im Inventory haben können. Nee, vor allen Dingen kann man dann nicht vergessen, mal eben das halbe Inventar von zu Hause mitzunehmen, weil man vergessen hat, es abzulegen. Na, bitte nicht als Vorwurf verstehen, so war es nicht gemeint. Anderes? Das, ja. Ganz kurz, ich habe das Lager gefunden, was ihr auseinandergenommen habt. Mit einem Gesetzlosen. Da war auf jeden Fall was in der Nähe von Skauki, so 250 Meter entfernt. Ja, das könnte meins gewesen sein. Wenn da ein paar Tote rumliegen. Einer lag da. Die anderen waren irgendwie wohl weg. Schon am Glück. Ja, die hatte ich weggezogen. Der eine, der da liegt, der hat mit meiner Stachelkeule Bekanntschaft gemacht. Ha. Ja, er war Bogenschütze. Okay, hier sind auch ein paar Damen. Sehr gut. Was ich sagen wollte, Andres, du hattest ja gerade dieses Tonvorkommen, Dings da, Tonbewurf. Ja, ja. Meine ich.
bei dem Holzfäller-Gedöns da hinten ist noch diese Jagdhütte. Mhm. Könntest du vielleicht noch dann machen? Ja, ich muss auch noch zwei Häuser machen. Ach so, okay. Na, aber ja, generell, sonst hätte ich ja nicht die, also ich hatte mir schon vorgenommen, die Flechtwände, die da sind, auch zu verputzen. Oh fuck, Alter. Entschuldige. Weil es halt auch optisch irgendwie schöner ist, ne? Mhm. 2600 Reputation für den nächsten Feldarbeiter. Ja, dann. Die haben wir noch nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Weil ich hätte das jetzt zu gern schon fertig gehabt, ne? Das heißt, in der nächsten Episode mal für Ares ein bisschen questen. Das Wiesent ist leider gestorben. No. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Das muss, also, ich habe nur mit dem Pfeil die Richtung zeigen wollen. Und dann ist mir das einfach in mit dem Kopf voran in ein paar Pfeile gelaufen. I don't feel my fingers. Gar nicht, wie das passieren konnte. So, auf wieder nach Hause. Ja, ich hatte gerade noch ein bisschen Ton hier hinten im Wald gesammelt und 2600 Reputation. Ja, die habe ich nicht. Verfügung jetzt gerade. Nee, da müssen wir mehr Quests machen. 2488 haben wir. Okay. Dann schauen wir doch mal. In der nächsten Episode. Aber es hat für die 4, die du haben wolltest, geklappt? Nee, 3. Okay. Aber es ist auch ein Anfang. Wir haben ja noch nicht so ganz viele Felder. Da reicht das auch, glaube ich, erstmal. Und wenn nicht, können wir immer noch loseiern. Keine Problem, keine Problem. Aber Problem, Monsieur. So. Jetzt sprinte ich nach Hause, was das Zeug hält. Ich auch. Mit den sauberen Schuhen über das dreckige Feld. Ja, ich muss noch 10 Tonbewurf herstellen. Es gibt hier so schöne Ecken, wie hier so das Wasser durchfließt. Und so. Oh, oh, scheiße, Bär. Ja. Wie hier so das Wasser durchfließt. Scheiße, Bär! Ja, da kam ein Bär entgegen, ey. Warum? Ah, da ist die Hauptstadt da hinten. Da ist schön. Ja, doch. Gefällt mir sehr gut hier. Und sehr beruhigend. Ich verputze das Haus. Ich bin mal gespannt, ey. Na, für das letzte Haus reicht es genau nicht mehr. Häuser verputzen für unsere Neulinge bringt übrigens mehr Wärmedämmung. Ja. Bevor irgendwer dann fragt. Brauchen die weniger Brennstoff. Richtig. Und die allgemeine Zufriedenheit ist erhöht. Oh ja. Ich möchte gerne gucken, dass ich dann wahrscheinlich in der nächsten Session genügend Ton kriege, um unsere Tierstelle noch zu verputzen. Nur glückliche Mäß, gute Mäß. So, das war's. Sämtlicher Thron aufgebraucht. Und sämtlicher Thronbewurf aufgebraucht. Und ja, ich war zwischendurch noch neuen Thronfarmen. Hier in der Nähe, wo ich gerade bin, ist ein auch nochmal Thron. Aber man kann sich das auf der Map auch anzeigen lassen. Ja, ja, ich weiß. Wir haben ja einen recht großen Thronspot auf der anderen Seite des Weges im Wald. Ja. Und den war ich gerade eben abfarmen. Ah. Aber es ist jetzt halt auch tatsächlich nur noch ein Haus, das nicht fertig beworfen ist. Und dafür sind allerdings auch schon einige von den Nebengebäuden beworfen entsprechend. Na, also hier dein Feldschuppen hat zum Beispiel
weil ich noch genau so viel dafür übrig hatte. Eine Tonwand und Küche und Werkstatt und so. Alles, was eine Flechtwand hat, halt. Das ist eine ganze Menge. Ja, ja, ja. Ich habe 700, 800 Ton verbaut. Na, aber du wirst es sehen, wenn du ins Dorf kommst. Du wirst es sehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na, ich finde den Tonbewurf immer noch nicht den schönsten Bewurf. Aber alles, was die Wärmedämmung hochbringt und damit deren Verbrauch runter. Ja, es müsste sich ja sogar jetzt in der... Ja, man sieht es hier bei einigen Einwohnern. Da gehen jetzt 2 Pfeile nach oben sogar. Das dürfte wohl das sein, mittlerweile, wo Andres was gemacht hat. Und wenn die dann hinterher noch Steinhäuser haben mit Verkalkung dran, dann ist komplett vorbei. Dann sind die happy, sein Urus war dann. Ich kann nicht mehr hüpfen, ich muss was essen. Ja, gut, Leute. Würde ich aber sagen, sind wir schon mal am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, ihr wisst ja, positive Bewertung da lassen wäre ein Träumchen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Partner Instant Gaming, Triebwerk und der Merch sind jeweils verlinkt. Ich bedanke mich super herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö. Und noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein, macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss.